Heute ist wieder so ein typischer Tag. Es geht mit einem Gap aus Sicht der Wall Street jetzt schon vorbörslich nach oben. Und dann verwaltet man das so ein bisschen. Es kommt nicht mehr wirklich was nach oben. Es geht auch nicht deutlich nach unten. Der DAX ist heute wieder guter Laune. Er hofft auf einen Brexit-Deal. Er hofft auf insgesamt bessere Zeiten. Aber morgen, meine Damen und Herren, da könnte es nochmal richtig spannend werden. Denn wir haben nicht nur den Hexensabbat, also den dreifachen Verfall, sondern morgen müssen die Play ja auch den Weg frei machen für die Aufnahme von Tesla in den S&P 500. Und jetzt ist es so, dass diese Tesla natürlich ein kleines Schwergewicht ist vorbörslich. Also bevor die Aktie heute in den Handel ging, war die Marktkapitalisierung 608 Milliarden Dollar. Jetzt ist die Aktie aber 3,5% gestiegen heute nochmal. Also kommt noch ein Schnaps oben drauf. Und jetzt muss eben nicht nur eine andere Aktie weichen. Das ist ein unbedeutendes Unternehmen mit nicht mal dem Hundertstel dessen, was Tesla an Marktkapitalisierung auf die Waage bringt, sondern jetzt muss Folgendes passieren, wie hier ein Artikel bei CNBC, diesem US-Finanzsender, es zeigt. Es ist so, dass um und bei 17% des S&P wird gehalten von Indexbetreibern, also von ETF-Verwaltern, zum Beispiel der Spider SBY, das maßgebliche ETF auf den S&P 500. 17%, also wichtige Zahl, denke ich, denn jetzt muss eben von diesen Volumen, das jetzt hier reinkommt. Tesla wird um und bei 1,5% dessen ausmachen, was der S&P darstellt. Hat also praktisch einen Anteil von 1,5% am Gesamtindex. Das ist noch relativ wenig im Vergleich zu Apple mit über 6,4%, glaube ich. Dann Microsoft 5,% irgendwas. Also es geht schon größer, aber 1,5% ist schon ein ganz schöner Schnaps. Und jetzt können diese Indexbetreiber können nicht vorher zum Beispiel andere Aktien verkaufen, sondern die müssen das an dem Tag tun, am morgigen Freitag nämlich tun, weil dann zum Schlusskurs des morgigen Freitags wird die Tesla-Aktie dann am Montag in den S&P 500 aufgenommen. Morgen aber müssen die Indexbetreiber dann den Weg frei machen. Sie müssen also von den 499 anderen Aktien verkaufen, damit der Platz frei wird für Tesla. Und das dürfte nach Schätzungen von CNBC um und bei Verkäufe im Volumen von 80 Milliarden Dollar betragen. Da darf man gespannt sein, ob das morgen einen merkbaren Effekt haben wird. Ich kann mir das schon vorstellen. Morgen werden dann auch die Indexbetreiber eben erst die Tesla-Aktie kaufen können. Viele haben das ja vorher schon gemacht. Die Aktie ist ja deutlich gestiegen, seit bekannt geworden ist, dass sie in den Index aufgenommen wird. Aber die Indexbetreiber, die werden versuchen, kurz vor Schlusskurs, also kurz vor dem letzten Kurs, die Tesla zu kaufen, um die möglichst realistisch am Montag dann eben direkt aufnehmen zu können. Also es sind die Indexbetreiber, die hier jetzt morgen die Pflicht haben, den Weg frei zu machen. Die kaufen dann Tesla gegen Handelsende. Dürfte bedeuten, dass Tesla wahrscheinlich, so meine Vermutung, morgen nochmal steigen kann. Und die anderen Aktien werden wahrscheinlich proportional mitverkauft. Das heißt, Apple könnte möglicherweise doch ein bisschen unter Druck stehen als marktschwerste Aktie im S&P 500. Eine Microsoft, eine Amazon, also die großen, eine Facebook, eine Google, diese großen Player, die können da ein bisschen leiden, denn die sind natürlich am stärksten gewichtet, und wenn man da praktisch von Apple einiges verkauft, dann hat das einen größeren Effekt, als wenn ich von der Nummer 487 etwas verkaufe. Also das wird eine spannende Geschichte. Ich bin nicht sicher, dass es passiert, das kann niemand sein, aber es ist durchaus plausibel, durchaus wahrscheinlich. Schauen wir uns mal hier dann noch den morgigen Verfall an. Hier vor allem relevant eben Optionen. Wir sehen insgesamt bei Future ist da gar nicht so viel los. Optionen sind das neue heiße Ding sozusagen. Wir sehen hier dunkelblau ist das, was am morgigen 18. Dezember verfällt. Dann haben wir nochmal am 31. Dezember was. Dann haben wir am 15. Januar was. Und wir haben dann noch einen Rest, der dann sozusagen spätere Laufzeiten hat. Also morgen wird einiges verfallen. Viele haben das vorher schon abgewickelt, aber so ein bisschen wird dann auch morgen noch passieren. Und das also jetzt
nämlich die Aufnahme von Tesla in den S&P 500 in einer Marktsituation, die ja eigentlich ziemlich illiquide ist. Viele Profis sind gar nicht mehr am Start, haben die Bücher schon zugemacht. Da ist eigentlich wenig Saft praktisch auf der Pipeline. Und das könnte bedeuten, dass natürlich der Effekt, wenn es so kommen sollte, wie es hier der Artikel von CNBC zeigt, dann könnte der Effekt eben doch deutlich spürbar sein, weil eben die Liquidität schon grundsätzlich relativ gering ist. Wir sehen hier mal das Put-Call-Ratio einmal bei Indizes. Da sehen wir, das ist nicht wirklich besonders außergewöhnlich jetzt bei Indizes eben, aber es ist außergewöhnlich, nämlich das Stock-Put-Call-Ratio außergewöhnlich bei einzelnen Aktien. Also da ist der große Kuchen im Grunde oder der sehr einseitig positionierte Kuchen ist in den Einzelaktien, zum Beispiel Optionen auf Tesla und andere Lieblingsaktien der Robinhood. Dazu Robinhood gleich noch mehr. Jedenfalls sehen wir, dass natürlich jetzt alle diese Jahresendrallye erwarten. Wir sehen hier, dass die Hedgefonds maximal auf Anschlag jetzt investiert sind. Das gab es in der Form noch nie. Die sind also absolut all in. Und wir sehen, ja, die Saisonalität, die spricht dafür. Hier sehen wir mal die letzten Jahrzehnte von 1945 bis eben jetzt dieses Jahr. Sehen wir, wie sind dann die Märkte gelaufen in der zweiten Dezemberhälfte? Meistens positiv, aber es gab so ein paar kleine Ausraster. Zum Beispiel 2018, ja, als es vor allem im Dezember maßgeblich und heftig nach unten ging, kurz vor Silvester oder die zwei, drei letzten Handelstage, dann noch mal deutlich nach oben. Da waren wir teilweise 8, 9, 10% im Minus, soweit ich das erinnere. Im Jahr 2018 war damals ein Sonderfaktor durch die Kommunikationsprobleme von Jerome Powell, der von Autopilot gesprochen hat, und das wollte keiner hören. Aber schauen wir mal an, auch die großen Player, die von der Bank of America befragten Großinvestoren, die sind das erste Mal seit Mai 2013 untergewichtet in Cash, das heißt übergewichtet in vor allem Aktien, vor allem in Tech-Aktien. Also auch das morgen natürlich ein spannendes Thema. Und vielleicht nochmal ein Satz von Sven Henrik, den ich erwähnenswert und wichtig finde. In jeder Blase haben wir immer wieder den Versuch, dass diese Blase rationalisiert wird, begründet wird. Ja, das ist deswegen, weil eben es so und so ist. Diesmal ist das Mantra eigentlich, Bewertungen spielen keine Rolle mehr. Denn es ist ja so, dass die Bewertungen teilweise höher sind als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase, höher als 1929, kurz vor der Wirtschaftskrise. Man erwartet schlichtweg jetzt durch den Impfstoff dann Nachholeffekte. Klar, da haben wir dann die Notenbanken, die Stimuli der Staaten etc. Da ist also sehr viel Liquidität. Und wenn dann diese Geschichte vorbei sein sollte, die Frage ist, wird das so passieren? Das ist eben das große Thema. Dann werden wir Nachholeffekte haben. Die Leute werden also eine Zeit lang total heiß sein auf Reisen zum Beispiel. Ja? Wenn sie das lange nicht machen konnten, ist ein Effekt, der dann aber relativ schnell wieder verpufft. Und nach meiner Auffassung wird es dann nicht besser als vor der Corona-Krise, sondern tendenziell schwieriger. Aber das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, das Mantra lautet, Bewertungen spielen keine Rolle mehr. Und das ist vor allem das Mantra der Robin Hooder, die sich um sowas sowieso nicht kümmern. Gestern hat Massachusetts eine Klage gegen Robin Hood angestrengt, bei der man gesagt hat, ja, da werden Newbies, also Leute, die null Erfahrung haben, praktisch in den Markt gezogen durch aggressive Ansprache. Es gab da eine Untersuchung, dass, ich glaube, um und bei 72% hatten entweder gar keine Erfahrung mit den Märkten oder ganz, ganz wenig. Und jetzt hat heute die SEC, also die Börsenaufsicht, die Robinhood Verantwortlichen oder das Unternehmen zu einer Strafe von 65 Millionen Dollar verurteilt. Warum? Das Versprechen an die Robinhooder war ja, kannst du kaufen ohne Gebühr, kostet nichts, ja, also hast du keine Gebühr, ist richtig, die mussten keine Gebühr zahlen, wurden aber hintenrum beschissen, könnte man es vielleicht so formulieren, nämlich die haben natürlich die Orders weitergeroutet an Broker, Robinhood selber kann das gar nicht abwickeln, und die haben den Kunden deutlich schlechtere Ausführungen gegeben, das heißt, die haben sozusagen hintenrum richtig Gebühren bezahlt, ohne es zu merken und ohne, dass sie von Robinhood darauf hingewiesen wurden.
Also diejenigen, die da vor allem spektakulär eben auf der Long-Seite gewesen sind mit Optionen. An Optionen hat Robinhood besonders viel Geld verdient. Deswegen ist auch diese Manie eben entstanden in den USA, weil es da handfeste Interessen gab von Unternehmen wie Robinhood, die da sehr gute Margen haben, wenn sie diese Optionen an den Mann bringen. Und gerade da wurde eben richtig schön abkassiert. Das ist, finde ich, ein interessanter Punkt. Und wir sehen insgesamt, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, das Geschehen, dass die Insider im Dezember nicht wirklich begeistert sind, nicht wirklich deutlich gekauft haben, haben sie auch im November nicht so wirklich gemacht. Am stärksten war das zuletzt im Mai. Also die Insider, diejenigen, die in einem Unternehmen eine verantwortliche Position haben. Und wir hatten, um jetzt mal zur Realwirtschaft zu kommen, das ist ja ein bisschen was anderes als jetzt die Finanzmärkte, gell? Ein bisschen was anderes, nicht viel, aber ein bisschen. Und da haben wir heute Zahlen gehabt, da waren wir fast 900.000 Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, deutlich schlechter. Das war schon ein ziemlicher Schlag ins Kontor, aber das interessiert, das sind ja Daten, die zweitrangig sind. Ja, wen interessiert es noch? Konjunktur, Realwirtschaft, das ist doch völlig oldschool, gell? Und jetzt sehen wir, dass derzeit 20,6 Millionen Amerikaner in irgendeiner Form komplett abhängig sind von staatlichen Hilfen. Wir sehen hier vor allem Pandemic Unemployment Assistance, es sind über 9 Millionen. Pandemic Emergency, hier 4,8 Millionen und dann Regular State. Also praktisch von staatlicher Seite, hier werden dann 5,7 Millionen noch bedient. Also das ist nach wie vor ein Riesenproblem. Die Realwirtschaft hat ein Problem und hier sagt Steve Leisman, auch von CNBC, der auch gestern die vielleicht einzige intelligente Frage gestellt hat an Jerome Powell bei der dortigen Pressekonferenz. The idea that we could ignore the virus and have better economic outcomes was proven false. Also die Idee, dass wir sozusagen das Virus einfach ignorieren, so weitermachen wir bisher, anders als die Europäer hier mit ihren Lockdowns und dann deshalb die Daten besser sind, das hat sich nicht bewahrheitet. Wir haben ja gestern schon die sehr schwachen Einzelhandelsumsätze gesehen. Also da ist durchaus was im Busch und deswegen muss halt der Stimulus her und die Aktienmärkte haben diesen Stimulus wie oft schon eingepreist. Hoffnungsmeldung, Bums, Märkte nach oben. Nächste Hoffnungsmeldung, Bums, Märkte nach oben. Jetzt sagte der republikanische Senator Portman, wahrscheinlich wird das Ganze irgendwie sich mindestens bis zum Wochenende hinziehen in einem CNBC-Interview. Was wird da ausgezahlt? Es sind wohl Schecks, so wahrscheinlich $600, 600 bis $700. Und man wird 325 Milliarden an Small Businesses ausschütten etc. etc. Das dürfte also nicht der ganz große Wurf sein. Es ist also nichts, was jetzt wirklich eigentlich noch die Märkte groß bewegen sollte, wenn es so kommt. Ne? Die Amerikaner kriegen $600, die Märkte machen aufgrund Meldungen von Stimulus kommt Sprünge von eher $6 Billionen, aber das ist eine andere Frage. Und wir sehen, dass in der Realwirtschaft der USA die Dinge schwieriger werden. Wir sehen hier zum Beispiel Sales at Restaurants and Bars. Also die Umsätze von Restaurants und Bars gehen eben auch jetzt deutlich nach unten. New York hat ja hier schon geschlossen, andere sind noch offen, aber die Leute gehen weniger aus. Das ist das Problem. Und hier ein ziemlich entsetzlicher Tweet von Sandra Navidi, die ja auch in den USA meistenteils lebt. Kalifornien hat gerade 5000 Leichensäcke und 60 Leichenkühllaster bestellt. Der Governor hat den Katastrophenfall wegen der Rekord-Todeszahlen ausgerufen. Also wir sehen, da ist durchaus was im Busch und es kann eben auch sein, dass jetzt New York und vor allem Kalifornien, demokratisch regierte Bundesstaaten, doch bald Lockdowns machen. Kommen wir zu einer anderen Tragödie, kommen wir zum Brexit. Da gibt es ja wieder viel Hoffnung, das Pfund ist deutlich gestiegen. Es gibt ein Hin und Her, Hoffnung, etwas weniger Hoffnung. Die Europäer, also die EU, ist ein bisschen mehr optimistisch, hat man das Gefühl, Aussagen von Barnier heute. Die Brüder jenseits des Ärmelkanals, die sind ein bisschen skeptischer, aber es wird wohl mindestens bis zum Wochenende sich hinziehen. Jetzt hat Manfred Weber gesagt, also der Deutsche, der hat gesagt, also hier bis Sonntag muss das durch sein, weil sonst da haben wir keine Chance, ein so umfangreiches Werk noch zu ratifizieren. Also es kommt langsam Druck auf die Pipeline. Interessante Dokumentation gestern auch gesehen, was da los ist in
den Bereichen Dover, wo eben dann die Lastwagenfahrer nicht weiterkommen, wo die Schwierigkeiten jetzt schon enorm sind, ob Deal oder eben ob kein Deal, aber es wird ohne Deal noch schwieriger. Und gestern hatte ich ja erzählte, dass die Amerikaner jetzt die Schweiz und Vietnam als Währungsmanipulatoren bezeichnet haben. Hat dann ein Kommentator aus der Schweiz offenkundig gesagt, immer geht's gegen die Schweizer. Gell, meine, ich habe nichts gegen die Schweizer. Also die machen vieles richtig, gar keine Frage, nicht? Also schön neutral halten, Riesenumfeld immer schön bedienen können, wirtschaftlich, gell, aber sich nirgendwo einmischen, das hat Stil. Das ist nicht schlecht. Und die Gelder anderer einsammeln, weil eben der die Schweiz der sichere Hafen zu sein scheint. Aber man hat eben den größten Hedgefonds der Welt, nämlich die SNB. Und hier hat der Chef der SNB, Jordan, heute gesagt, also da gibt es keinen Raum für Konzessionen gegenüber den USA, denn wir werden weiter unsere Geldpolitik verfolgen. Diese Geldpolitik sieht so aus, dass man Schweizer Franken, die man ja selber drucken kann, einfach verkauft, um den Franken nicht zu stark aufwerten zu lassen. Es gibt ja Aufwertungsdruck auf den Franken, weil die Anleger gerne in die sicheren Hafen gehen würden. Und auf der anderen Seite kauft man für die verkauften Frankli, kauft man dann zum Beispiel den Euro und andere Währungen. Da will man weitermachen. Ich bin mal gespannt, ob die Amerikaner ein bisschen harscher im Ton werden oder ob sie das einfach nur so formal dahingesagt haben, ohne wirkliche Konsequenzen. Was haben wir noch? Abschließend haben wir noch einen kleinen Schuldentsunami, nämlich diesmal in Deutschland. Deutschland dürfte jetzt einen neuen Rekord erreichen, nächstes Jahr mit der Emission von Anleihen. Im Volumen von 471 Milliarden Euro, das ist weniger oder gut in Euro, aber das ist um und bei das, was Tesla an Marktkapitalisierung hat. Das wird sozusagen die Neuverschuldung über Anleihen sein Deutschlands. Da muss man mal die Dimensionen im Blick behalten, aber es ist eine deutliche Steigerung. Und der Marcel Fratscher, der hat doch gesagt, also meine Sorge ist, dass Deutschland zu wenig Schulden macht, ne? Nicht so viel, gell? Weil Schulden sind ja, Schulden, die braucht doch kein Mensch mehr zurückzahlen, das wissen wir doch alle, gell? Das ist doch, ne? Und wenn die anderen Schulden machen, dann werden wir ja bescheuert, wenn wir sie nicht machen, ne? Und da ist ja durchaus ein Punkt, gell? Vielleicht sollten wir jetzt einmal, wie die Amerikaner, schenken wir doch einmal jedem Deutschen 30.000 Euro, ne? Und packen die irgendwo in einen Hedgefonds, also zum Beispiel wie die Schweizer Nationalbank, ne? Und dann lassen wir das Geld da verwalten und kümmern die Aktien weiter nach oben juchzen. Das ist doch, wäre doch mal ein Vorschlag, ein konstruktiver, oder? Aber das macht natürlich keiner, gell? Dazu fehlt ja dem Olaf Scholz schon einmal die Fantasie. Das ist völlig klar. Also, das wird morgen ein spannender Tag. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da passieren wird. Morgen das Marktgeflüster wahrscheinlich ein bisschen früher. Der Videoausblick regulär. Und dann werden wir vielleicht morgen, zumindest im Marktgeflüster, werde ich schon mehr wissen, was da wirklich die Konsequenzen sind, diese Aufnahme von Tesla in den S&P und eben dazu obendrauf noch der Hexensabbat. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend, auch und gerade in die Schweiz. Gell? Also, Servus und Ciao.